Es ist riskanter als riskant, aber ich mach's. Ich habe keine Raketen mehr. Na, meine süßen Panzerfreunde. Wie man sieht, ist jetzt ein spezieller T-34 dran. Und ja, mit Hortax, Calliope. Und meine Oma hat schon immer irgendwie irgendwas mitgesagt, mit von wegen, wenn T-34 ganz viele Raketen bekommt, dann ist es vorbei. So oder so ähnlich. Das hat die Frau gesagt? Ja, so oder so ähnlich. Vielleicht hat sie auch gesagt, bring noch ein bisschen Milch mit, aber ich weiß es nicht mehr. Das ist jetzt ein Stück Scheiße, hat sie gesagt. Okay. Was mit dem Typen? Und mit dem Typen. Ja, ich glaube, du hast es verstanden, wie es hier läuft. Was nee, also Leute, Match? It's Calliope time. Hi. Hortax hat das Ding ja, glaube ich, schon in der KV1B-Folge gehabt. Echt? Und mir damit die 8-8er vom Hals gehalten, damit die mich nicht one-hitten wie die letzten Hurensöhne. Oh, scheiße. Ich benutze das Ding jetzt, um alles andere zu one-hitten. Um alles zu one-hitten. Hey. Der hat auf meinen Dongle geschossen. Dongle. Das ist kein Dongle, das ist ein hochtechnisiertes Gerät zur Feindsbekämpfung. Spongel. Es ist ein Spongel. Okay. Wenn der Dongle schwul ist, wird's zum Schwongel. Maul. Was? Ich muss jetzt erstmal präparieren. Okay. So kurz nach dem Einstieg gleich mal. Naja, hat nichts gefickt außer meinen Geschützverschluss. So kurz nach dem Einstieg erstmal den Kfz-Meister benachrichtigen. Yo Money, man sollte mal wieder einen Ölwechsel machen, ja? Yo Money, ich glaube, ich brauche mal einen Ölwechsel. Irgendwas stimmt hier dran nicht. Das Lustige ist, die können mich nicht treffen. Ich sie aber schon. Allerdings muss ich mir kurz mal einen Überblick über der Lage hier. Ja, Hortax spammt schon wieder los. Das war's mit dem Überblick über die Lage. Wo schießt du hin? Genau deshalb wollte ich mir einen Überblick verschaffen. Aber alles ist gut. Alles ist gut. Und rechts ist noch ein M6 Marines. Oh. Ja gut. Wenn er kommt, knall ihn ab. Und wenn er kommt, knall ich ihn ab. Die Stelle ist schon leicht unfair. Ein Tiger? Ach, ist ja auch egal. Nicht mein Problem. Alles, was weiter als 5 Kilometer weg ist, erledigt Nachtschicht. Den M6 hast du ja hoffentlich. Weil ich an dem MG treffen kann und daran geht die Rakete hoch. Okay. Kannst ein MG treffen und dann geht die Rakete hoch. Eine Schnu 152. Heu. Ich versuch's mal mit der im Angriff Steiners Munition. Auch genannt panzerbrechende Scheiße. Komm da nicht so gut durch. Was hat denn bitte auf mich geschossen? Oh Scheiße. Ich hoffe, ich habe seine Kanone erledigt. Na, hat gereicht. Lol, eine gezielte Rakete. Oh Gott, auch noch eine Hellcat. Hello Kitty, Hellcatty. Ach, Alter, was denn? Hello Black Catty. Ich will zurückfahren. Hey. Schieß zurück. Fahr zurück. Und schieß und fahr zurück, ja. Gut. Get in Liebe. Oh, okay. Ich soll ihn auch knallen, heißt das. Ja, natürlich. Das mit dem Treffen habe ich mir leichter vorgestellt. Mach ihn zu Deadman's Bay. The Dead in the Deadman's Bay. Oh nein. Oh Gott sei Dank, nur eine LA-5. Ich dachte schon, es endet mit uns. Aber so leicht sterben wir nicht. Ruf mal Heppen. Heppo. Heppo, das lustige Nilpferd. Heppo. Spaß. Kamikaze, Junge. Einige Spielernamen sind lustiger als Hortax. Oh, zurück. Was soll das denn hier schon wieder? Lass mir den Weg. Ich muss meine Raketen rausballern. Ich muss jetzt nämlich nachladen. Dieses sogenannte Nachladen gibt's bei uns nicht. Bei uns gibt's nur Dauerfeuern. Und Nachladen. Und Stuckknallen. Scheiße.
Ich hab Stuggi nicht getötet bekommen. Noob. Irgendwas ist kaputt. Zwar nicht besonders kritisch kaputt, aber es ist kaputt. Ich glaube, es hat was mit der Höhensteuerung vom Dingsbums oben zu tun. Okay. Ja. Ich bin dann erstmal in Luftgeflecht. Wenn es dir Spaß macht. Oh, ein bisschen Spaß hat man immer. Ein bisschen Schwund gibt's immer. Oh shit, die Wirbelwind, toll. Oh shit, die Wirbelwind. Warum kriegt man nicht seine Kette? Bömberlis. Ein kleines Spömberli. Oh, so sind wir also drauf, ja? Da kommt ein Stuggi auf Abwägen, Junge. Artyom oder so ähnlich. Kann ich ihn noch? Ja, ich kann noch. So. Das war der falsche Artyom. Das war eine Spitfire. Das war eine Gegnermasse. Alter, mein Heck-MG hat einfach das Flugzeug gekillt. Okay. It's like it is nothing. Rocket like nothing, was? Rocket like nothing. Will ich jetzt vorwaschen und draufgehen? Nein, nein. Ich will nur vorwaschen und dann draufgehen. Links. Abschmorfhilfe. Ist links nicht noch ein Tiger? Ja, ich höre, links irgendwo. Ist ein Tiger. Ach, da ist noch ein Tiger. Ja, ja, irgendwo. Ich sehe schon, wie irgendwo. Ich habe sein Geschützrohr. Macht nichts, da ist ein Jumbo hinter uns. Mann, 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 der muss sich richtig vergewaltigt vorkommen. Hinter uns ist ein Jumbo. Und weiter? Da rechts irgendwo. Und weiter? Der kommt ja nicht runter, der Fettsack. Kalio, da braucht man keinen Skill, das ist egal. Hey, du mein Panther. Es ist riskanter als riskant, aber ich mach's. Ich hab keine Raketen mehr. Tschüss. Zu riskant. Zu riskant. Zu riskant. Ich bin tot. Hätte ich mehr Raketen gemacht, hätte ich die riskante Aktion gerade weiter durchgezogen. Und ich habe keine Raketen. Jetzt muss ich mich aber erstmal verkriechen. Du bist ein Arschloch. Du bist ein Arschloch. Junge, ich muss mich hier verkriechen. Bevor die Kavallerie im Anmarsch ist. Außerdem holen die sich gerade A zurück. Hey, Sekunde, ja, ich habe mein Hauptgeschütz noch. Was? Hm? Was? Hm? Suchst du Stress? Ach komm, dieser scheiß Panther, der ist doch jetzt nicht wirklich nur da, um den Dingsbums dicht zu halten. Der hat keine Kanone mehr. Er hat keine Kanone mehr. Das ist meine Chance, zu sterben. Zu neuen Gewässern zu bewegen. Ach du Scheiße. Hm? Ich hab's durchgeschafft. Grad so. Es war knapp. Aber nicht knapp genug, um's mal so zu sagen. Junge, das war pures Glück schon wieder hier. So, ihr kriegt A nicht so leicht. Es sei denn, ihr kommt mit 5 Leuten von hinten, dann kriegt ihr A vielleicht doch. Naja. Schieß, schieß, bitte schieß. Ich? Nein, der Panzer, 4 hier. Jetzt hat er geschossen. Das war sein Todesurteil. Ich knall dich, du Jungspund. Ich weiß. Ich weiß. Ja, den hätte ich nämlich nicht tot bekommen. Gut, dass du noch mit einer guten Kanone in der Nähe bist. Ich habe immer eine gute Kanone gemountet. Captain, gute Kanone auf dem Mount, ja. Mach mal heil. Was gibt's hier noch Tolles? Mach mal heil. Da war irgendwo der Panther noch. M10. Okay, dann geht auch. Ja, Kollege, ohne Gleiskette hast du ein scheiß Leben. Für Raketen habe ich nicht mehr genug. Okay, leer machen, komm.
So. Ich glaube, die laden nicht mehr bis Gefechtsende nach. Hätte ich vielleicht Das doch glaube nicht ich mehr aber auch machen nicht. sollen. Aber hey, wir alle machen Fehler. Besonders mit Drogen. Ja, Mann. Bist du ein Schmorf. Ich. Ich bin der Spast. Nein, nein, ein Schmorf. Ein Schmorf ist nicht gleich ein Spast. Ja, Das und war ein dieses Panzer Was wird 4. mich jetzt knallen. Nee, nee, ich meinte den Panzer 4. Oder doch nicht? Ich ahnte, dass ich jetzt eine kenne. Du Lacker. WTG geiler Smiler. WTG war doch was an der Germany, oder nicht? Kann gut sein. Ja, ist ja auch egal. Du hast gerade einen Deutschen erledigt. Mein Glückwunsch, geiler Smiler. Du bist halt ein echt geiler Ja, der ist echt hart am Limit. So, was habe ich bekommen? Legion des Verdienstes. Okay. Ich habe Legion Was des ist das? Verdienstes bekommen, irgendeinen Orden. Noch nie Aber gehört gut. davon. Das war der Calliope T34 OP 9000. Der einzige T34, den man wirklich OP, OP, OP nennen kann. Also das dreifache OP, das heißt OP mal OP mal OP. Da haben wir OP hoch 3. Das gibt eine Kadenz von 1,5. Okay, wir hören auf mit dieser Aber nur mathematischen in der dritten Nonsens-Scheiße. Etage. Und man beurteilt die Lage, genau. Nein, das Also. hat er gar nicht gesagt. Okay. Also, wer genug Geld hat, kann sich das Ding gerne kaufen, wenn er einen Gutschein hat oder es mal wieder 50% Rabatt gibt. OP wird bei dem Ding ganz groß geschrieben, denn es steckt ja auch im Namen. Kali OP mit einem E dahinter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Tschüss. Ja.